und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen. Wir sind beim letzten Mal hier am Hof von König Ottmar stehen geblieben. Und ja, nun geht es darum, dass wir zu Elsevier, so heißt er, glaube ich, zum Puppenmacher auf jeden Fall hingehen. Und au. Au. Das Timing ist heute Morgen aber echt noch bedürftig. Ich finde es ja nicht so witzig, dass sie hier mit Monstern verkehren. Aua. Okay. Nun wird es eher hier für Zeit. Mal gucken. Ach, hier. Ich weiß es doch. Ach ja. Und trotzdem laufe ich durch. Ich nehme aber hier mein Herz zur Dunkelheit. Vielleicht sogar zwei. Und lebe das hier. Ich hasse diese Kugelchen. Die erinnern mich zu sehr an die Bomber aus Final Fantasy. Was wissen? Ah, Speicherpunkt. Natürlich wichtig. Logisch. Gerade erst gestartet, aber wir brauchen trotzdem Speicherpunkt. Oh, Salem. Ja, Salem findet es gar nicht toll, dass ich zurzeit so früh aufstehe. Der hätte, glaube ich, am liebsten noch mit mir weiter geschlafen. Aber das geht nun mal nicht. Weil nachmittags bin ich jetzt hier auch nicht mehr alleine anscheinend. Also kann ich nur noch nachts aufnehmen. Juhu. Bin begeistert. Ah ja, hier sind schon die Armeen. Feindes. Gut. Sind reine menschliche Gegner, aber nervig. Da bringt, meine ich, auch die Verwandlung nichts. Dank. Das hier wird später noch wichtig, glaube ich. Nur das Gefühl, dass wir hier falsch sind. Mehr als nur falsch. Könnte auch sein, dass ich hier, dass wir hier noch gar nicht hin mussten. War eigentlich. Nein, das war das falsche Gucken. Meine. Das hier gucken. World Map. Doch, eigentlich mussten wir ja. Doch, sind noch richtig. Glaube ich, oder?
Die Kathedrale müssten wir, glaube ich, eigentlich. Ja, ein Moment. Der Moment, wenn man mal wieder voll verpeilt hat. Ja. Ich meine, so kommen wir hier noch gar nicht rüber. So weit oben. Wir können es nur doch immer noch zurück. Aber ich will jetzt zumindest mal kurz gucken. Dachen. Muss das denn rein theoretisch reingehen, aber das nicht. Hallo? Die Karte ist nicht gerade die zuverlässigste, die wir hier haben. Okay. Gehen also quasi davor. Gott, wie war das denn jetzt nochmal? Aber da runter gehen geht's ja. Okay. Wir hier weitergehen, landen wir wieder weiter unten. Ach da. Aber das ist falsch. Kommt von hier aus ja gar nicht daran. Warte mal. Ah, okay, doch, wir hätten da hinten weitergehen müssen. Raus hier! Ich will hier raus! War ich ein klein wenig zu voreilig. Wir hätten tatsächlich noch weiter da hinten durchgehen müssen. Egal. Das lässt sich ganz einfach klären. Können wir da jetzt zurückreisen? Jetzt haben wir hier diese Sequenz. Und die ganzen Seen. Wir waren ja da zum Glück nicht weit gekommen. So. Ja, ich weiß, das bringt gerade nichts, weil der Kerl hinter uns herläuft. Aber jetzt bringt's was. Laufen wir halt diesen kurzen Weg wieder zurück. Und
Ist auch nicht wild. Das werden wir schon hinkriegen. Es ist ja jetzt auch alles offen. Müsste ja eigentlich noch alles offen sein. Etwa. Aber passiert. Wer nicht wild. Schlimmer wäre es gewesen, wenn wir direkt davor gestanden hätten und ihn nicht wegteleportiert. Ich glaube, dann hätte man auch direkt teleporten können. Ich war mir nun nicht mehr sicher. Aber kann ich unten lang gehen? Hier kann ich oben lang gehen. Und mich treffen lassen. Nichts mehr. Durch. Das auch. Ganz einfach. Es wäre nichts gewesen. Aber das hier können wir jetzt mit. Okay. Der eine hat sich da unten festgepackt. Offen. Jetzt will ich da oben aber noch mal kurz gucken. Hier nicht vergessen habe. Nein. Hier. Mech viermal. Das ist schön. Wow. Okay. Ja, ich gehe schon rein. Am besten.
Ach, du grüne Neune. Nein. Dad? Bomben wir noch? Dann warte ich kurz. Ja. Schwitz aber wieder aktiv ist. Und dann jetzt weiter. Dann gieße ich mir hier kurz was zu trinken ein. Schönes Wasserburg. Wobei, ich glaube, ich mache sogar einen kurzen Cut. Ich gehe kurz aufs Klo. Und in der Zeit kann sie unsere Magieleiste aufrufen, sagen. Also bis gleich.